Es macht mich wirklich hässig, auch wenn sie nicht einsichtig sind. Ja, du machst den Schmierlappen hässig, oder? Und bin da jetzt mal voll auf der Seite von der Schmier. Darf ich Sie herzlich begrüßen bei Velotalent of Switzerland? Ich habe schon gemeint, wir sind Polizei, okay. Wir haben aber Ihr Linksabbiegemanöver sehr wohl beobachtet. Ja. Und jetzt ist die Frage, sind Sie das Velotalent of Switzerland? Wenn Sie mitmachen? Ja, ich bin dabei. Gut. Mit so einer Fahrweise fängt Terror an, Elend, Hunger und das Bier warm wird, oder? Also ist eben genau. So, der Velofahrer ist der schwächste Verkehrsteilnehmer, ja. Muss Verkehrsregeln 100% einhalten. Verkehrsregeln 100% und links abbiegen. Sehr grosse Unfallgefahr. Sehr grosse Unfallgefahr, oder vor allem. Eine der wichtigsten Verkehrsregeln beim links abbiegen ist, links abbiegen. Am Gegenverkehr der Vortritt lassen. Das sind 3 gegen 1 gewesen. Das ist wie das gleiche, immer die huren Autos. Das war Notwehr, was er gemacht hat. Oh, 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 oh. Ja, die Kurve fast nicht gekriegt. Ja. Sie haben den Kopfhörer angehabt. Da hören Sie nicht, was hinten dran kommt. Und ja, dann aber haben das Gehäuse wollte ich auch nicht hören. Vor allem haben Sie den Blick zurück nicht gemacht und haben gesehen, dass ein Auto hinten dran war. Sie aber, haben Glück, dass nichts passiert ist. Aber Sie hat Tanztheater gemacht damit. Oder ist das Gymnastik? Ist das Gymnastik? Das geht nicht. Lebenslang Arbeitslager ist eine Gefahr für alle Autokarosserie. Nein, der ist jetzt wirklich keine Gefahr. Der ist voll im Flow. Man sieht doch ihm von weitem an, dass er im Stress ist. Jedes Auto sieht, dass die Rücksicht nehmen auf so einen Menschen. Da muss der Polizist sagen, was los ist. Nicht du. Basta. Es hat etwa 5 Regelverstöße gegeben, die sie gemacht haben. Es ist, weißt du was, gib ihm doch gerade einen Schlappen. Komm. Kein Zeichen geben. Förderlich sind Spuren nach links, nach einem Vortritt, plus minus beachten, Kurven geschnitten, alles sehr gefährlich. Rein aus dem moralischen Grund raus, oder, müsste man die eigentlich verwahren, oder, mitsamt dem Velo. Ja, und zwar lebenslang. Nein, das ist eine Lärmverschwendung, das könnt ihr nicht machen, Mann. Sind jetzt die Velofahrer schon bewaffnet? Ja, aber wenn so Leute wie du Auto fahren, musst du ja bewaffnen. Also ich finde, das ist eigentlich eine super Massnahme. Sehr gefährlich, was sie machen. Und es ist auch verboten, genau. mit einer Gabel auf dem Velo. Vor allem für uns im Cabrio rein, weißt du? Handy, das ist scheiße, gell? Für ein Handy brauchst du ein Auto. An dem sieht man jetzt mal ganz deutlich, in was für eine Horrorsituation man als Velofahrer ist. Hast du gesehen, wie oft er hinterher schauen musste? Gefährlich sind sie unterwegs auf der Straße. Telefon am Ohr und vor allem keine Anzeichen. So fährt nur jemand, der gerade in einer Veloprüfung ist oder gerade war. Helm haben wir an, obwohl es eigentlich kein Helmobligatorium gibt. Das ist super, dass Reue so schützen. Da sagt der Schmierlappen, oder? Im Minimum ein Helm drum, gell? Sauber, Blick zurück, Handzeichen eingespurt, Rechtsvortritt beachten, nach einer Kurve ausgefahren, tipptopp. Kompliment. Wir stimmen ab. Von mir klares Grün, alles korrekt gemacht. Wir dürfen okay. Weiterfahren. Weicheier.